Ich bin Andreas Baumkircher, Büchsenmachermeister, seit ungefähr einem halben Jahr im Ruhestand, wobei ja, als echter Handwerker ist man halt neben Ruhestand und tut halt immer weiter, sagen wir so, basteln. Ne? Ja, das war seinerzeit so mit. Jetzt war ich da 12, 13 Jahre alt und da wir einen Kollegen gehabt und da haben wir da ständig mit Waffen bastelt. Nein, war, darf ich heute gar nicht mehr dran denken. War nicht ganz ungefährlich, so aus heutiger Sicht. Nein. Und da hat man eben nicht viele Möglichkeiten, Büchsen mal zu lernen. Und die beste Möglichkeit war natürlich damals in Ferlach. Und da habe ich großes Glück gehabt, dass die in Ferlach eine Lehrwerkstätte aufgemacht haben in der Büchsenmachergenossenschaft. Und da war ich beim zweiten Jahrgang dabei. Und das war quasi die absolut optimale Ausbildung, sozusagen zur rechten Zeit am rechten Ort. Ne? Und ja, und ist halt meine Leidenschaft geblieben. Ne? Ich habe dann Gesellenprüfung gemacht, dann war ich 2 Jahre in Ferlach beim Meister angestellt und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich auf die Walz gehe, so wie früher die Handwerksleute und bin dann vor der ersten Station war in Hamburg und dann bin ich nach Frankreich mehrere Stationen gemacht, dann wieder zurück nach Ferlach, Meisterprüfung gemacht. Und dann hat es mich in die Schweiz verschlagen und seit 2006 bin ich wieder in Österreich. Ja, das war damals, ich habe damals in Ferlach einen Arbeitskollegen gehabt und der hat die ganzen Leute verrückt gemacht mit dem Vorderladerschießen, ne? Und mich natürlich auch, ne? Damit diesen Virus infiziert so quasi. Und da war natürlich die Sache so, dass ich mir gesagt habe, ich tue mir nicht irgendwie einen Repliker kaufen von irgendeinem Hersteller da, sondern baue mir eigene. Und so hat das Ganze angefangen. Ich habe eigentlich Systemmacher gelernt, das heißt also richtig von der Basis auf, wie man Jagdgewehre baut mit relativ unbearbeiteten Teilen oder nur leicht vorbereiteten Teilen, die man dann da in viel Handarbeit zusammenbauen muss. Und das ist natürlich schon ein sehr guter Grundstock. Und die anderen Fachgebiete, speziell Reparaturen an Pistolen und Schäften und Maschinen bearbeiten und so weiter. Das habe ich dann alles auf meiner Wanderzeit dazugelernt. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich bei Firmen angestellt war, die auch sehr hochstehende Sachen gemacht haben. Und dadurch habe ich natürlich da als Kollegen gehabt, die auch sehr gut waren. Und von denen habe ich natürlich können profitieren. Und das war so eigentlich sehr wichtig für mich. Ne? Dass ich da handwerklich da und also fachlich da weiterkomme und nicht auf dem Wissen bleibe, die man zum Beispiel nur in Ferlach hat. Ne? Weil wenn man nur dort bleibt, dann kennt man eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt von dem ganzen Handwerk. Und ja, das war für mich schon sehr wichtig. Ne? Ich habe mich immer mit sehr guten Schützen auseinandergesetzt und mich mit denen beraten, was die meinen, was essentiell ist, was wichtig ist, worauf das man schauen muss. Und habe mich quasi von denen beraten lassen. Und so ist dann das eine zum anderen gekommen. Und natürlich mit der Zeit hat sich das dann so entwickelt, dass das wirklich eben Top-Geräte geworden sind. Ja, es ist ja so, ne, dass mit meinen Waffen sind ja x Welt- und Europameisterschaften gewonnen worden, inklusive
Europa- und Weltrekorde, nicht? Und ich glaube, da kann man schon stolz drauf sein. Nicht? Es ist so wettkampfmäßig, international ist so, dass diese Schwarzpulverwaffe, die muss nach einem historischen Vorbild sein. Also man kann da nicht x was Modernes bauen, sondern das muss einen historischen Hintergrund haben, auch von der Mechanik her. Ne? Und da habe ich mich dann eben, weil ich da keine großen Muster gehabt habe, eben das Ganze aus Büchern abgeleitet, die ganzen Proportionen und Drehpunkte und Rasten und so weiter, das habe ich dann selbst erstellt. Und ja, und dann eben, wie gesagt, ist das dann von Modell zu Modell immer besser geworden, bis ich ja jetzt so quasi sagen kann, also viel was kann man nicht mehr steigern. Ne? Ja, da bin ich gerade eine am Zusammenbauen, ne? Das ist noch nicht ganz fertig, aber das ist schon wird auf alle Fälle mein Lieblingsstück. Ne? Das ist eine relativ aufwendige Mechanik, die da mich da ziemlich, das eine ziemliche Herausforderung war für mich. Ne? Und habe ich da natürlich optimal da speziell auf meine Schießhand angepasst, dass ich da wirklich eine Waffe habe, also wo ich selber vom Technischen und auch vom Handling her nichts mehr auszusetzen habe. Nicht? Oder ich quasi nicht mehr sagen kann, was man noch besser machen könnte. Nein. Ich habe mich seinerzeit spezialisiert auf Unterhammerwaffen, das heißt, das ist eine einfache Mechanik, die eigentlich von Amerika kommt und die haben die Amerikaner von ihrem Stiefel getragen, weil die so schlank und linienförmig waren. Jetzt hat man die gerne in Stiefel getragen und heißen Bootpistol. Ne? Und das andere war natürlich, die ganz hochstehende ist natürlich eine Steinschlosspistole zu fertigen, wo man die ganzen Teile macht. Das ist eine Technik von, ja, die ist jetzt über 200 Jahre alt. Und das ganze Zusammenspiel mit dem Hahn und mit der Zündung, weil das wird ja mit einem Feuerstein gezündet. Und das ist sehr, sehr, sehr knifflig, das Ganze. Ne? Auch wenn man Vorbilder hat und so weiter, aber so gewisse Details, die kann man halt doch nicht ganz so abschauen und nachlesen kann man es auch nicht. Ne? Das muss man quasi selber herausfinden, wie das am besten funktioniert. Ja. Früher hat man ja die Läufe alles geschmiedet und es war zur damaligen Zeit fast einfacher, einen achteckigen Lauf zu machen als mit Runden, weil man damals auch noch keine richtigen Drehbänke gehabt hat. Man hat zwar schon die Musketenläufe und so weiter, die hat man schon rund gemacht, aber die besseren Waffen, speziell Jagdwaffen und so weiter, hat man halt auch kantig gemacht, weil das halt auch schöner ausschaut. Ich habe da einfache Modelle, da bin ich ungefähr eine Woche dran, reine Handarbeit. Und gibt dann eine etwas kompliziertere. Und da geht es dann schon einen Monat, bis das fertig ist. Ne? Ja. Entsprechend sind natürlich auch die Preise. Ne? Ja, ja, das fängt so bei 1500 an und nach oben haben wir eigentlich kein Limit. Ne? Ja, das kommt dann darauf an, wie man sie graviert haben will und die Ausstattung und so weiter. Nein, das mache ich nicht selber. Das ist ein eigenes Kunsthandwerk, das man speziell in Ferlach lernt. Und dort hat es viele gute Graveure und die arbeiten für mich. Ne? Also beim Vorderlader muss man sowieso sehr viel selber machen. Ne? Man tut seine Geschosse gießen, man tut so quasi das ganze Hilfswerkzeug, was man braucht zum Laden und zum Schießen, das tut man die meisten selber machen, man kann es auch kaufen. Ne? Aber die meisten machen es selber, weil dieses ganze Schwarzpulverschießen, das ist halt, man muss sich da wahnsinnig damit auseinandersetzen, weil man nicht gerade einfach alles da im Laden kaufen kann. Ne? Und muss sich da ziemlich damit, wie gesagt, beschäftigen. Und das ist auch irgendwo ein großer Reiz an der ganzen Sache. Und das braucht alles seine Zeit.
Wenn man so das moderne Schießen anschaut, wo die meisten da schauen, dass sie möglichst schnell ein Magazin leer machen, ne? Das ist halt da das komplett Konträre. Sagen wir so, also meine Kundschaft ist, also überall dort, wo Schwarzpulver geschossen wird, habe ich meine Kundschaft, das ist auf der ganzen Welt. Das über USA und Australien und Neuseeland und Südafrika und Europa sowieso, ne, habe ich da meine Waffen geliefert. Ne. Ja, ich bin selber auch Schütze, aber schon mehrmaliger Staatsmeister und sogar mal eine Silbermedaille in Weltmeisterschaft gewonnen. Also in letzter Zeit nicht mehr so richtig, aber früher da war man richtig, ja, vorn dabei. Ne. Ja, ich bin auch Jäger, bin so früher öfters zur Jagd gegangen, momentan ja, etwas nicht, aber sobald ich da wieder Luft habe, dann werde ich mich dem auch wieder widmen. Ne. Also, das ist meine Maschinenhalle. Werden die großen Zerspannungsarbeiten gemacht, mit der Fräsmaschine oder mit der Drehbank. Und die Feinarbeiten werden alles drüben am Schraubstock gemacht. Also hier sehen wir mein den Bleigießofen, da werden die ganzen Geschosse hergestellt, die man da selber machen muss, weil die nicht käuflich zum Erwerben sind. Und ganz wichtig bei diesem ganzen Prozedere ist die richtige Temperatur vom Blei und dass man das auch von der Haltung her, vom Kokille, wo die Geschosse gegossen werden, eben richtig drunter hält und eben den richtigen Zeitablauf macht, damit die Geschosse quasi lunkerfrei werden und die ganzen Kanten richtig scharfkantig, was ja sehr wichtig ist, dann schlussendlich für die Präzision. Und hier kommen wir jetzt zu meiner Munitionsfabrik, wo ich da meine Schwarzpulverpatronen wiederladen tue. Eben beim Schwarzpulverpatronen wiederladen ist natürlich sehr das Problem, dass nach dem Schießen durch die ganzen Schwarzpulverrückstände muss die Hülse sehr gut gereinigt werden. Und da haben wir dann extra einen Tümpler dazu, wo man die Hülse reinigt. Und dann wird die Hülse kalibriert, Zündhütchen gesetzt, mit Pulver befüllt und das Geschoss gesetzt. Und dann ist die Patrone wieder fertig zum Schuss. Also ich nehme keine Aufträge mehr an. Also ich habe noch etliche Aufträge, die ich noch fertig machen muss. Und dann werde ich mich nur meinen eigenen Ideen widmen. Nächstes Jahr bin ich schon noch beschäftigt und dann tue ich nur noch das, was mir Spaß macht. Ja, ich habe natürlich schon noch ein paar Projekte, wo ich jetzt noch nicht dazugekommen bin. Und sobald ich die Arbeiten abgeschlossen habe, werde ich mich denen natürlich widmen. Ich bin da noch einen Revolver anbauen, noch ein Original nach und von dem Typ gibt es eigentlich keine Nachbauten. Ne? Also da werde ich so quasi der Erste sein, das Ding der Nachbauten. Ja. Aber das wird eigentlich nur so quasi für mich sein. Ne? Also im Internet, ich habe ja eine Webseite, ne? Da kann man mich jederzeit kontaktieren.